Sack und zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode der 7 Minute Squads. Wir sind am Start heute mit der 22. Episode. Es müsste ungefähr hinkommen, dementsprechend mit einer Special-Episode, weil es eine Schnapszahl ist. Allerdings hat das irgendwie doch nichts zu bedeuten, deswegen ist es doch keine Special-Episode und ich labe einfach nur Scheiße, um das Video natürlich über 10 Minuten zu bringen, was sowieso bei den 7 Minute Squads immer der Fall ist. Naja, egal, wenn es euch gefällt, lasst auf jeden Fall heute wieder einen Daumen nach oben da. Würde mich tierisch drüber freuen. Checkt die Videobeschreibung aus. 6% auf eure Coins bei IG Vault. Dazu aber euer PSN und Microsoft Guthaben. Und wir haben natürlich auch noch mein Merchandise da unten drin. Checkt das auf jeden Fall aus. Ich habe sie gerade selber wieder an, diesen unglaublich bequemen Pullover mit MGT Established 2012. Ja, so lange bin ich schon dabei. Fast 5 Jahre mittlerweile. Schon heftig. Und natürlich auch meine Social Media Links mit Instagram, Twitter und Facebook. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Ihr könnt auch den Kanal kostenlos abonnieren. Das sind alles Möglichkeiten, die ihr habt. Damit ihr kein Video mehr verpasst, es lohnt sich auf jeden Fall, so viel Content wie momentan bei mir kommt. Und ihr habt gerade schon gesehen, wir machen das heute mal auf die Oldschool-Weise und suchen uns einfach eine Karte raus, um die wir das Ganze heute bauen. Und es geht um Nabil Bentaleb, wie wir gerade gesehen haben, weil das die erste Karte war, die aufgeploppt ist. Ja, jetzt müssen wir mal warten hier, bis wir eine vernünftige finden. Okay, 12.000 Münzen kostet er, nehmen wir mit. 84er Rating, sieht sehr, sehr stark aus an sich, hat nicht die allerbesten Werte, aber 85 passen, 83 Füße, 83 passen, 83 Dribbling, 77 Shooting, das geht schon einigermaßen klar. Dazu werden wir jetzt nochmal gleich zufällig auf die Seite Nummer 22 in meinem Verein gehen und gucken, ob wir da irgendeinen Spieler finden. Also den ersten Spieler werden wir neben Bentaleb noch einbauen, wenn es nicht gerade Bentaleb selber ist. Machen wir einfach auf diese Art und Weise, dass wir hier reingehen und dann suchen wir in meinem Verein und dann gehen wir auf Seite 22. In der Zwischenzeit kann ich natürlich schon mal den Timer stellen, beziehungsweise erkläre nochmal ganz kurz, wie die 7-Minute-Squads funktionieren. Und zwar ist es relativ easy. Wir haben 7 Minuten Zeit, ein Nolings-Wasted-Team, Nolings-Wasted-Hybrid natürlich, zu bauen. Und je nachdem, ob wir das schaffen oder beziehungsweise in welcher Zeit wir das schaffen, haben wir die Möglichkeit, Spieler einzuwechseln während des Spiels. Wenn wir 3 Minuten früher fertig sind, dürfen wir 3 Spieler einwechseln, die auf der Bank sitzen. Dazu natürlich, wenn wir 2 Minuten fertig sind, 2. Wenn wir 1 Minute früher fertig sind, 1. Und wenn wir es nicht in der Zeit schaffen oder nicht Nolings-Wasted ist, dann sind die Positionen, die nicht besetzt sind, mit Bronzespielern ohne Chemie aufzufüllen. Ja, bisher hat das immer ganz gut geklappt, unter anderem, das wird als Sherby übrigens, unter anderem mit unserem Kollegen, ich habe gerade gar keine Ahnung, wie er heißt, Kawasebe oder sowas, Sekunde, ich guck mal einmal ganz kurz nach, das ist ein Mann aus Simbabwe und der ist eine absolute Legende bei mir schon, es ist Kadewere. 2 Spiele, 2 Tore, eine Vorlage, beides in den 7-Minute-Squad. Aber Acerbi sieht einigermaßen okay aus. Ich denke mal, das sollte irgendwie funktionieren. Die Frage ist nur, welche Formation machen wir? Und ich würde mal sagen, mit Bentaleb gehen wir mal ins 4-3-3 normal. Genau, das sieht, denke ich, mal gut aus. Und stellen den in die Mitte und dann mal sehen, was wir hierbei so rumbekommen werden. Ich bin gespannt. Ich denke mal, Bentaleb ist auch ein Spieler, der vielen von euch gefällt. Boom, boom, Bentaleb, wie die Schalker ja nennen, beziehungsweise einen Schalker, den ich kenne. Aber ist auch egal. 7 Minuten, 3, 2, 1 und go. Und ich bin gespannt, was wir hier zaubern können. Ich weiß auf jeden Fall, dass es die italienischen Innenverteidiger in der Bundesliga gibt. Und den werden wir natürlich verwenden, weil das ist sinnlos, ist sonst nicht zu tun. Also irgendwie, ja, ich denke mal, ihr versteht das schon. Und zwar ist das Luca Caldirola. Die Frage ist nur, der hat 75er Rating, der ist sogar Gold dementsprechend, was sehr cool ist. Kostet bei Bremen mittlerweile ein bisschen mehr. Warum, weiß ich nicht. Ist er gewechselt? Ich habe keine Ahnung. Aber wahrscheinlich wegen der Italien. Gibt es eine Italien-Challenge zur Zeit? Oder eine Challenge, wo man Italiener braucht. Ich weiß es nicht, aber wir gucken mal nach, ob wir für 100.000 bekommen. Das wäre ganz schön. Ja, tatsächlich. Und zwar für 900 Münzen. Das passt. So, alles klar. Dann haben wir den schon mal. Damit haben wir schon mal den Link zwischen Bentaleb und Caldirola, Acerbi hergestellt. Aber Acerbi müssen wir natürlich jetzt auch noch verlinken. Und da ist die Frage, machen wir das mit dem Rechts- oder Linksverteidiger von Sassuolo oder haben die nur Italiener? Wenn die nur Italiener haben, dann funktioniert das schon mal nicht. Die haben auf der rechten Seite Gazza und das war es auch schon. Auf der linken Seite werden sie, denke ich mal, auch nicht so die große Auswahl haben. Martiello, nee, die Lorco einfach nur. Das ist ziemlich ernüchternd, dementsprechend müssen wir Italiener nehmen und ich denke mal, ich habe Abate im Verein, damit dürfte das dann sehr gut funktionieren. Ist ja eine der overpoweredsten Rechtsverteidigerkarten überhaupt in FIFA und ich denke mal, das sollte dann ganz gut klappen. Ins Tor packen wir auf jeden Fall den Kollegen Salvatore Sirigu, weil das ein Italiener ist, den wir beide, beziehungsweise den wir mit beiden verlinken können, zack. So, und Rechtsverteidiger wird dann Abate werden, beziehungsweise wir gucken einfach mal nach, ob ich irgendeinen Italiener im Verein habe. Denn wenn, müsste es Abate sein. Es ist Abate. Florenzi könnten wir auch nehmen. Nehmen wir Florenzi. Ist auch in Ordnung. Und dann machen wir weiter. So, wir brauchen jetzt noch einen Link. Einmal natürlich für Bentaleb oder auch für Caldirola. Ich gehe erstmal hier rüber und nehme da Goretzka, glaube ich, hier. Beziehungsweise irgendeinen aus der Bundesliga vom FC Schalke 04, damit wir hier auch auf die Chemie kommen. Und dann nehmen wir einfach Goretzka, genau. Linksverteidiger brauchen wir nicht von Schalke, sondern von irgendeinem anderen Team aus der Bundesliga. Und da würde ich sagen, nehmen wir mal Rafael Guerrero. So, dann haben wir das schon mal einigermaßen
geklärt. Jetzt nehmen wir einen algerischen zentralen Mittelfeldspieler. Wir sind gleich schon fertig. Das geht unfassbar schnell heute in dieser Episode. Vielleicht kommen wir doch nicht auf die 10 Minuten. Lazen wäre eine Möglichkeit. Allerdings weiß ich nicht, ob ich vielleicht noch einen Zehner habe, der mir besser gefällt. Doch, ich habe einen Zehner, der mir besser gefällt. Und zwar Boulebou. Genau, den stellen wir ins zentraloffensive Mittelfeld. Und dann nehmen wir auf den rechten Flügel einfach Montpellier. Natürlich jetzt die Frage, ob Montpellier überhaupt einen rechten Flügelspieler hat. Ansonsten wäre es ein bisschen blöd. Aber wir hoffen einfach mal, dass sie einen haben. Sieht nicht gut aus. Haben sie einen rechten Mittelfeldspieler? Haben sie. Und zwar Lassene. Oh, der ist ja extrem langsam. Können wir Boulebou sonst als Stürmer benutzen? Wir gucken erstmal nach, ob wir einen irgendeinen algerischen Stürmer im Verein haben. Da können wir natürlich Slimani benutzen. Und auf der linken Seite dann, ich weiß gar nicht, oh, es gibt überhaupt nur drei algerische Stürmer. Drei nutzbare algerische Stürmer. Gilas, Benzia und Slimani. Slimani habe ich nicht im Verein, das weiß ich. Und linker Flügel, da machen wir es anders, oder? Warte mal. Erstmal gucken wir nach, ob wir algerische linke Flügelspieler haben. Da haben wir Brahimi, aber ich weiß, dass Gesal auf jeden Fall noch linker Flügelspieler aus Algerien ist. Oder anscheinend mittlerweile nicht mehr. Anscheinend ist er mittlerweile rechter Mittelfeldspieler, rechter Flügelspieler. Magnur haben wir da noch. Mares, den kennt man. So, rechter Flügelspieler, da ist Gesal, genau. Feghouli auch. Ja, gut, ich würde sagen, wir stellen Boulebou in den Sturm. Warum nicht? Probieren wir einfach aus. Aber mehr halt nur, gut, nur halt nur, wenn Montpellier einen linken Flügel bzw. linken Mittelfeldspieler hat. Ansonsten funktioniert das Ganze ja leider Gottes nicht. Linken Flügel haben sie schon mal nicht, aber linkes Mittelfeld müssten sie ja normalerweise nach der Logik haben. Ja, super, Inform lassen. Super. Okay, alles klar. Dann wird er doch zentraler Mittelfeldspieler und dann kommt vorne Islam Slimani rein und wir nehmen Lassene stecken. Zack. Auf die rechte Seite. Eigentlich nicht mein Verein, wie kann das denn sein? Gucken nochmal ganz kurz nach, ob wir einen Mittelstürmer, naja, nicht von Toulouse, aus Algerien haben. Nee, ein ZOM, den man da benutzen könnte, weil ich weiß nicht, ob der da ideal hinpasst in diesem Team, der, ach, Brahimi wäre schon schön. Brahimi können wir einfach so in Sturm stellen, ohne Chemie, aber das machen wir natürlich nicht. Wir gehen auf die linke Seite bei Leicester City, die ja momentan unglaublich am Abstürzen sind. In der Realität, wo auch der Slimani nichts dran verhindern kann. Und nehmen dann linken Mittelfeldspieler, wenn sie einen haben. Albrighton, ne? Genau, Albrighton oder Kapuzka. Oder Gray. Habe ich Gray? Ich habe Gray nicht. Nehme ich Albrighton oder nehme ich Gray? Natürlich jetzt die große Frage. Albrighton ist halt in allen Werten bis auf 2 besser. Deswegen würde ich schon sagen, Albrighton. Okay, dann sind wir fertig. Sehr gut, das ging doch relativ flux mal wieder. Wir haben 2 Minuten 32 noch Zeit, das heißt zweimal dürfen wir wechseln. Also dürfen wir in der Offensive wahrscheinlich vor allem wechseln, weil die Defensive sieht soweit solide aus. Holen uns noch einmal kurz Lassene, den es hier anscheinend gerade nicht in der normalen Version gibt, außer für 1000 Münzen, was mir jetzt irgendwie gerade gar nicht gefällt. Ich würde sagen, ich kaufe die und dann melde ich mich gleich einfach wieder. Also 6 Nationen und 5 Ligen ist schon beeindruckend irgendwie, ne? Das ist fast ultimativ. Hätten wir hier rechts noch einen Verteidiger gehabt, wären 7 Nationen und 5 Ligen. Das wäre fast schon perfekt gewesen. Also nicht schlecht, dazu noch links wasted in der Zeit. Alle 5 Top-Ligen. Ich bin begeistert. Ich suche einen Gegner und wir gehen rein. Södeli, wir haben Gegner gefunden. Und zwar mit Yuri Mangala, Laporte und dazu Macedo ist das, glaube ich, links Gaia. Dann Coman, Thiago Inform, Ben Yedder, Iñaki Williams, Kevin Prince Boateng. Sehr interessant. Und Renato Sanchez. Cooles Team auf jeden Fall. Nicht nur links wasted, aber trotzdem cool. Vamonos. Wir spielen übrigens ausnahmsweise mal zu Hause im Goodison Park. Bin ich sehr gespannt, ob das hier die ganze Zeit laggen wird, weil irgendwie laggt es immer, wenn ich zu Hause spiele, habe ich das Gefühl. Islam Slimani, Slimani 1-0! Zack! 2 Minuten durch und Slimani macht einen Führungstreffer. Besser geht's kaum, das war ein richtig schönes Tor. Einfach mal herrlich aus der Distanz abgezogen und Yuri kommt da nicht ran. Und wenn 88er Klima da nicht rankommt, dann muss er gut gewesen sein. Bentale! Fast das 2-0. Wieder der Innenpfosten, diesmal leider Gottes auf der Linie lang gewieselt, aber nicht ins Tor rein. Das wäre natürlich jetzt der perfekte Start gewesen, bis zum Gehtnichtmehr. Konter, Gelegenheit über Boulebou. Ist er schnell genug für Sanchez und Mangala, die verzweifelt versuchen, irgendwie hinterherzukommen. Sanchez ist da, scheiße. Lassene mit gut Platz, aber leider Gottes ist er ja unglaublich langsam. Deswegen müssen wir hier irgendwie so vorbeikommen. Schön gespielt mit Slimani, der auf Bentaleb, der zurück auf Slimani, der verliert einen Ball, das ist nicht so gut. Allgemein, wir hatten in der Anfangsphase sowas von die Überhand, jetzt kommt da langsam ein bisschen besser ins Spiel. Ich glaube, wir hatten irgendwie in den ersten 15 Minuten 20 Schüsse gefühlt, mindestens 6. Aber jetzt langsam wird deine Defensive ein bisschen stabiler, das ist schade. Oh, hoi, 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 hoi.
Also damit hätte ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. So war das eigentlich auch nicht geplant, dieser Freistoß. Aber gut, wenn es funktioniert hätte, dann wäre es natürlich umso geiler gewesen. Auch sowas schon ziemlich attraktiv. Und jetzt Florenzi. Ah, normalerweise, also ich glaube, das Ding wäre reingegangen, weil der hat ja einen guten Schuss. Jetzt nur nicht auskontern lassen. Schöner Hackenpass, aber gut dazwischen. Und jetzt wieder Boudebou. Wie können wir das jetzt klären am besten? Mit einem Pass auf Slimani, der war scheiße. Schöner Ball von Slimani, aber Albrighton ist halt auch nicht der schnellste. Unsere Außenbahnspieler sind wirklich langsam. Gutes Dribbling aber. Und jetzt die Flanke und da steht Goretzka. Ah, das war nicht schlecht. Oh, Bentaleb ist Linksfuß, was man nicht alles so erfährt. Scheiß Freistoß. Ah, die Mauer war auch schon verstellt, darauf habe ich nicht geachtet. Ich wusste es, als der Angriff begonnen hat. Er hat nichts gerissen, nichts bisher. Keine Chancen oder irgendwas und dann so ein Tor. Durch Kevin Prinz, natürlich. Oh, durch die Beine, aber jetzt steht Slimani nicht richtig. Jetzt gehen wir nochmal ein Stückchen und dann zurückgelegt. Oh, was ist das denn, Alter? Meine Güte nochmal, aber wir vergeben hier auch die Chancen, ne? Goretzka! Klingelingelingelingeling! Der Junge ist einfach so geil in FIFA, ist unglaublich. Also in Realität ist es auch ein richtig geiler Spieler, gar keine Frage. Aber was der in FIFA kann, das ist sowas von genial. Forster-Skills, Forster-Weakfoot, schnell dribbelstark, großschussstark. Alles, was du brauchst. Mein Gott, Alter, komm schon, was ist das für ein Gegentor? Was ist das? Jetzt mal ernsthaft, gerade Sirigu, was ist das? Das ist hart lächerlich. Ich meine, was Caldirola, super. Was Caldirola da macht, ist die eine Sache, aber das Sirigu, den ich hält, der war halt echt auf den Mann. Meine Güte. Scheißegal, weil wir natürlich direkt wieder die Führung machen durch Lassen. Oh Gott. Lass ich jetzt unkommentiert. Das ist einfach unglaublich. Der hat drei Schüsse. Er macht drei Tore. Und was für Tore? Alter Lachs. Und Bentaleb trifft zum zweiten Mal nur den Pfosten. Och Mann, ich hätte jetzt so gerne gehabt, dass der jetzt das Tor gemacht hätte. Aber ich glaube, jetzt wird als Antwort darauf, weil, so war es gerade die ganze Zeit, immer eine große Chance auf der einen, aber eine auf der anderen Seite. Weil ich sie vergeben habe, will er sie jetzt machen. Nein, er bekommt sie erst. Erstmal. Warum läuft er denn da nicht weiter? Ach, das ist gar nicht Slimani. Warum ist Slimani nicht in der Mitte? Junge, du bist Mittelstürmer. Das Einzige, was du kannst, ist Tore schießen. Als ob du jetzt irgendwie der Zehner hier wärst, der Großartige. Komm, Albrighton. Der macht's jetzt. Oh Gott. Alter, bist du bescheuert? Hast du einen Totalschaden? Ich laufe gerade aufs Tor zu. Ein Konter und er pfeift ab. Alter, dieses Spiel ist kein Spiel. Das ist ein Krampf. Hashtag Airlotrix. Oh, den habe ich drin gesehen. Ja, die Chancen. Mittlerweile habe ich Konoplyanka eingewechselt. Das heißt, normalerweise sollten wir jetzt so ein bisschen mehr in Richtung Tor kommen, weil Konoplyanka mein Super-Sub ist. Aber ob das wirklich funktioniert, seht ihr, wenn das Licht angeht. Ich weiß noch nicht, ob das hier in diesem... Oh Gott, halt den Fuß rein. Ich sehe schon, dass das Gegentor jetzt dadurch fällt, dass wir da gerade den Ball nicht bekommen haben, weil wir ihn jetzt nicht mehr bekommen. Ah, Bentaleb, okay. Ach, schlecht. Die Ablage einfach genau in den Fuß von Ben Yedda und einfach 4 Kilometer zu weit nach hinten. Und jetzt kommt Coman und aus der Distanz. Oh, das war aber jetzt unerwartet, dass der nicht reingeht. Das war sogar noch abgefällt von seinem Mann. Ich brauche jetzt mal einen Moment von Konoplyanka, einen Moment von Genialität von Konoplyanka, der bis jetzt überhaupt noch nicht in Erscheinung getreten ist, seit ich ihn eingewechselt habe. Der ist unsichtbar. Und das bin ich normalerweise nicht von dem gewohnt. Aber jetzt hat er mal einen Ball auf außen gegen Gaia. Gaia hat auch keine Energie mehr. Das heißt, wir sollten da easy dran vorbeikommen, aber nicht an Mangala, weil ich halt dumm drauf zulaufe. Mein Fehler. Ich war schon so lange nicht mehr in einem Elfmeterschießen, ne? Ich habe da absolut keinen Nerv zu. Der ist zu hoch, oder? Ne, Gott sei Dank nicht. Ich speede das mal ab. So, haben wir gewonnen. Gott sei Dank. Und durch Boom Boom Bentaleb den letzten Elfmeter verwandelt. Ich habe übrigens mit diesem Zeigen dahin bedeutet, dass ich dahin gedrückt habe. Bei dem Elfmeter von Sirigu, in dem ich in der Mitte stehen geblieben bin, wo er nach rechts geschossen hat, da bin ich nach rechts gesprungen. Gott sei Dank hat er den von Coman gehalten.
Aber das war eine Krampf-Episode. Wow. Naja, egal. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da für diesen Sieg und für dieses Team, was eigentlich ganz cool war, was halt leider Gottes nur... Keine Ahnung, Budebube gefällt mir nicht. Nee, Budebube mag ich nicht. Aber egal. Wie gesagt, Kanal könnt ihr kostenlos abonnieren, wenn ihr keine 7 Minutes Squads mehr verpassen wollt. Die nächste Episode gibt es dann spätestens nächste Woche. Ich wünsche euch bis dahin noch einen wunderschönen Tag. Hoffe, euch hat es gefallen. Verabschiede mich. Bis dann. Macht's gut. Haut rein. Und ciao.